Willkommen zurück zu Let's Play Axe Survival Evolved. Wie ihr seht, haben sich ein paar Kleinigkeiten verändert bei mir. Und zwar der Hintergrund. Hier ist ein Schrank und keine kahle Wand mehr. Heute werden wir höchstwahrscheinlich einen Mammut tämen. Ich habe hier gesagt, wir brauchen einen Mammut, um ein bisschen Holz zu farmen. Und ich hoffe, das geht so mit dem Mikrofon. Weil ich muss ein paar Sachen umstellen. Was auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und entsprechend habe ich bei mir jetzt die Sachen verändert. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt gerade auf die Kamera gucke und nicht mehr so seitlich. Dafür haben sich aber die Monitore alle verändert. Alle, es sind nur zwei. Irgendwie haben sich die Seiten alle ein bisschen vertauscht, links und rechts. Ist sehr ungewohnt. Ich habe auch den Raum gewechselt und es ist unendlich ungewohnt, einen Raum zu wechseln, wenn man über 10 Jahre in einen Raum benutzt hat und plötzlich zieht man ins Wohnzimmer von dieser einen Wohnung. Es ist, als ob man, als ob ich mich gleich umdrehe und wieder in mein altes Zimmer gehe. Da wird das komplett renoviert und umgebaut zu meinem Trainingszimmer. Darauf freue ich mich schon tierisch. Aber es ist extrem seltsam. Extrem seltsam. Am schlimmsten finde ich allerdings, dass alles, was links war, jetzt rechts ist und umgekehrt. Und ich habe neben meinem Tisch immer einen Stuhl stehen, auf den ich meine Füße hochlege. Die Katze pennt da manchmal drauf, aber vor allem benutze ich den mich, um mich so zurückzulehnen, ne? Das Problem war, der vorher links, jetzt ist der rechts. Es ist so ungewohnt, dass seinen Körper anders zu verlagern. Es ist Wahnsinn. Es ist auch das Mikrofon, das jetzt von rechts kommt von mir und nicht mehr von links. Und dass ich nach links gucken muss, um den zweiten Monitor zu beobachten und nicht nach rechts. Es ist Wahnsinn. Ich gucke immer manchmal nach links auf dem Monitor, um zu sehen, was ich da machen möchte, weil ich das gewohnter anfühlt, als auf dem rechten Monitor zu arbeiten. Das ist sehr, sehr seltsam. Und die Katze hat ihren Spaß, weil ich jetzt hier eine Couch stehen habe. Und da ist gerade Sonne. Finde ich gut. Ja. Und natürlich besser ist, dass das Licht jetzt direkt auf mich drauf leuchtet. Und vorher war das so halb oben nach unten zu mir. Und jetzt ist halt, verhindert zum Beispiel, dass ich diese Schatten in den Augen nicht mehr habe. Und dass ich besser belichtet bin. Und irgendwie muss ich zum Friseur. Das weiß ich. Oder ich muss mal die Haare machen. Auf jeden Fall muss ich mir überhaupt immer was machen. Oh Gott, das ist ungewohnt. Beim letzten Mal ist mir die Kamera abgeschmiert, weil ich ja den Nvidia Encoder benutzen wollte bei OBS, mit dem ich meine Kamera aufnehme. Hat nicht funktioniert, deswegen, tja, Pech. Okay, kurze Planung für heute. Was wollen wir machen? Wir brauchen ein Mammut. Mammuts gibt's im Schneegebiet. Danke fürs Rampe sein. Und fürs Schneegebiet brauchen wir wärmere Kleidung, weil wir müssen ja ein bisschen was suchen, weil wir geben uns ja nicht mit einem 50er Mammut zufrieden, sondern wir arbeiten erst ab einem 100 plus Mammut. Wobei ich würde eigentlich sehr gerne das auch verändern. Und ab sofort nicht mal auf 100 plus, sondern auf 110 plus gehen. Weil es sind immerhin 10 Level, die dann fehlen, nicht wahr? Ich glaube, diese elitäre Metallkleidung lasse ich mal hier. Ja. Perfekt. Jetzt bin ich der Schneemann. Ja, yeah, Baby. Guckt mich an, wie toll ich im Pelz bin. Der war teuer, Mensch. Und Aktivisten haben ihn immer mit Blut beschmiert. Das war nicht so schön. Ich schwöre. Okay, genug rumgearbeitet. Rumgealbert. Wie man sieht, ich habe jetzt 3 von. Ich glaube, 5 waren das, ne? Guck mal kurz. Ja, 5. 4 war so markiert und einer war zu viel. Insgesamt sind das 5 Stück. Der nächste ist oben links im Schneegebiet, wie man sieht. Und den werde ich natürlich auch versuchen, mit dem Ding zu holen. Mit dem Vogel. Irgendwo gab es auch noch eine Vulkanbase, meine ich mich zu erinnern. Ich weiß nicht wo. So, wie beladen bist du? Gar nicht so, ne, genau. Der ist ja noch verbuggt, das ist halt bescheuert. Ich verstehe das auch nicht. 104. Eine Sache, die ich noch ganz gerne mal testen würde, ist, wenn ich ein unbeladenes Mammut trage mit den Pfoten, ob der dann auch als Gewicht zählt oder nicht. Das wäre mal spannend zu erfahren. Ich möchte ja eigentlich nicht, dass ich hier so bin am Mikrofon, dass man meinen Kinn verdeckt und, oh, den gelben unten, den will ich. Deshalb, ob ich den Popschutz ein bisschen weiter nach unten bringen kann. Ja. Einfach ein bisschen aufrecht sitzen und, oh Gott, ich fliege nur nach oben. Dann geht das schon. Ja, wir werden uns im Schneegebiet in Bälde eine kleine Tankstation hinbauen, weil wir wollen ja ganz gerne auch Benzin herstellen, weil das brauchen wir ja für die Maschinen. Und es ist ein Raptor. Alphas kann man nicht mehr tragen, das finde ich schade. Das war cool.
bestimmt ein extremer Gamechanger im PvP-Servern. Aber bestimmt. Aber es wäre halt cool im PvE und so, ne? Weil man könnte sich perfekt gegen die einfach wehren. Und. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute auf den Servern sich gegenseitig geärgert haben. Oh, GPS, ja. Habe ich schon. Und ich merke gerade. Ich bin in der Mitte vom Bild, ne? Ja, genau. Dann ist das Mikrofon nämlich falsch, nicht ich. Perfekt. Guck nicht so. Es ist halt. Ich wollte eigentlich auch mir so einen Arm holen fürs Mikrofon, dass ich es am Tisch befestigen kann. Aber dafür brauche ich einen relativ. Wie heißt das? Das Ding zum Zuzangen. Dass hier befestigt wird am Tisch. Aber das Blöde ist, der Tisch hat ganz nah am Rand so komische Metallbalken. Mit der Tisch dann halt befestigt worden ist und die Beine dran sind. Und da würde das Ding nicht passen. Ich habe überall nachgeguckt. Es gibt einfach keinen Arm, der diese Halterung groß genug hätte. Das ist schade. Ach ja, falls ihr euch gerade wundert, warum ich ohne Betäubungspfeile reise, das liegt einfach da dran. Oh, noch ein gelber. Das liegt einfach da dran, weil wir packen den, das Mammut einfach hier mit und tragen den zur Base und tähen den da. Es geht einfacher. Da ist auch das ganze Holz, das wir brauchen. Wir werden aber noch mal ein paar Außenposten in den verschiedenen Biomen bauen müssen, um dort auch tamen zu können, ne? Das wäre einfach nur praktisch. Die gelben hole ich ganz gerne, weil da können auch solche Sachen drin sein. Eine Pistole wieder. Oh, jetzt komme ich nicht zum Vogel, verdammt. Nope, ich komme nicht zum Vogel. Abgeschmiert. Und jetzt? Sieh mal, wie majestätisch der von alleine startet. Das ist... Boah, ich finde, das ist so geil mit diesem riesen Vieh. Ach, ich wollte euch eigentlich was zeigen mit dem Vogel, was auch cool ist. Erstmal von Folgen weg. Ach, verdammt, das zeige ich euch nachher. Ich glaube nicht, dass wir so lange brauchen, um ins... ja, genau. Ich werde den Flug dahin jetzt nicht schneiden, weil ich habe schon zu viel gelabert. Wir sind eh da. Ich suche einfach einen Mammut und das Tragen mache ich einfach offscreen. Vielleicht suche ich den sogar offscreen. Es ist einfach nur praktisch, mit der Kamera nebenher das Ganze laufen zu lassen, weil da ist ein Timer dran und der zeigt gleich 8 Minuten an. Und da sehe ich halt, wie lange ich schon aufnehme und mit den Cuts bei der Kamera, das ist wiederum unpraktisch, weil ich vergesse immer meine Markierungen zu machen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Markierungen mache, also meine Synchronpunkte, das ist einfach, Kamera läuft, Aufnahme läuft und ich klatsche immer so die Hand und dann sehe ich da, wo das Klatschen ist, da muss auch der Sound hin. Und das ist synchron. Was haben wir denn? Level 40. Und du bist, wo? Von Anfang an direkt ein Jackpot. 40. Wir merken uns den mal. Ich glaube, wir werden uns hier auch demnächst mal einen T-Rex tamen müssen. Weil ich will einen T-Rex haben. Aber ich möchte das ganz gerne so mal als eine Art, wie soll ich sagen, Königsdisziplin machen und es mir nicht zu einfach machen. Weil es ist immer ein T-Rex. Natürlich werden wir diese Plattform hier verwenden, weil er uns nicht tragen kann, weil er nicht fassen kann. Level 8, 12, 60. Du warst der 40er, du wurdest schon angegriffen. Da ist ein Ankylos. Wir bleiben mal am Rand und gucken mal, ob wir da was finden. Aber der 92er, den merkt man zu viel vor. Der ist auf jeden Fall gleich tot mit den blöden Wölfen. Naja, leben und leben lassen. Wir wollen 100 plus gehen. Da ist noch... Da ist schon ein T-Rex am Mammut, das heißt... Ich habe auch ein bisschen Sorge, hier abzusteigen, wegen diesen blöden Vögeln. Oh, der ist Level 100. Verdammt, und das ist ein scheiß T-Rex. Ja, den werden wir nicht mehr kriegen, weil der T-Rex... sind schon zu sehr beschädigt. Wir werden ihn höchstwahrscheinlich versehentlich töten, wenn wir den dann mit Pfeilen unsere Liebe zeigen wollen. Hier, ich kann ihn so packen und... What the fuck? Das ist aber nicht an den Pfoten. Ja, komm. Plong. Kriegen keinen Fallschaden. Sind aber extrem ausdauernd, was, wenn es rum geht, dich zu jagen. What the fuck? Ich dachte, die kriegen keinen Fallschaden. Was war das denn gerade? Da hängt einer. Den möchte ich mir gerne mal angucken. Der ist eigentlich auch gut.
den merke ich uns immer vor. Ich möchte schon ganz gerne ein 100 Plus finden, weil ich finde eigentlich, diese 20 Level, die dann fehlen, das ist. Es sind 20 Level, die dann fehlen, ne? Das ist für mich ein Unterschied, weil jedes Level gibt halt irgendwie einen Bonus auf was auch immer die geskillt sind. Level 16. Level 20. Das Blöde ist, die Vögel können uns hier runterschlagen. Das ist gefährlich. Okay, ich werde mal offscreen suchen. Und dann habe ich entweder gleich eins oder nicht, aber dann sehen wir es. Ja, also, bis gleich. So, ich habe mir jetzt das Mammut gekrallt, das wir eben gesehen haben, das 96er. Das im Wasser war und ja, hat er nicht ein hübsches Lächeln? Ich finde schon. Wie ihr gerade gesehen habt, ist es mir gerade kurz versehentlich aus den Händen gefallen, weil ich abgestiegen bin. Versehentlich bin ich auf ihr gekommen. Kann ja mal passieren. Wie man außerdem sieht, wenn ich das trage, ohne dass das Tier beladen ist, mein Gewicht ist nicht gestiegen. Das ist auch mein Gewicht, das ich so habe. Das ist übrigens die Waffe, die wir eben gefunden haben. Ist ja in Ordnung. Brauchen tun wir sie das, glaube ich, eigentlich nicht, ne? Aber das Mammut brauchen wir. Das machen wir kurz Gamma 3, dass man was sieht. So, okay. Bereit zum Abwerfen in 3, 2, 1. Drop, drop, drop. Er ist gelandet. Sehr schön. Wir werden außerdem uns eine kleine Plantage anbauen. Stehst ein bisschen schief, mein Freund. So. Eine kleine Plantage werden wir uns anbauen mit speziellen Pflanzen, möchte ich gerne sagen. Ja, auch natürlich mit den Gemüse, was wir so anbauen müssten, um uns die Kibbles zu machen. Aber ich habe eigentlich was anderes im Sinn. Aber zuerst wieder mal ein bisschen abkühlend anziehen. Sonst verbrennen wir uns in unseren eigenen Klamotten. Na, die waren es nicht. Das waren die. Das ist alles. Ja, ne? Gut. Das kommt wieder da rein, weil ich das sonst verlieren würde, wenn ich sterbe. Das wäre uncool. Was fehlt noch? Überleg. Pfeile. Wir müssen das 4 K.O. schießen. Übrigens, das Gewehr, das wurde ein bisschen gebufft. Das haben sie. Ich glaube, doppelt so stark gemacht. Das ist schon ziemlich geil. Das reicht hoffentlich. Was fehlt uns noch? Wir brauchen Beeren, weil das Vieh möchte ja auch ganz gerne was essen, nicht wahr? Haben wir irgendwo Beeren? Hast du die Beeren? Ah, nicht alle. Ganz nebenbei, du hast ein Level up. Ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt. Wo hast du die Beeren getan? Warum ist es so dunkel? So. Also wenn ihr jetzt nichts seht, dann braucht ihr eine Brille. Hast du die Beeren? Ja, du hast die Beeren. Gerade genug für ein hungriges Mammut, nicht wahr? So ein Mammut, das frisst auch schon mal. Was war das? Ein paar Tonnen auf jeden Fall. So. Du wirst noch wichtig für uns, wenn wir eine Plantage bauen. Weil der ist nämlich derjenige, der den Shitstorm macht. Keine mehr, okay. Der nickt immer, wenn er am Scheißen ist. Oh, du hast Jule vollgeschissen. Du bist so scheiße. Warum levelt ihr eigentlich? Ihr macht gar nichts. 3 Level für nichts. Seid so Cheater. Mörr. Der ist voll schnell. Ist eigentlich Nadine, ne? Bist du sauer? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Steht ja übrigens gerade sehr gut, nicht wahr? Och, bist du sauer? Ja, wäre ich auch, wenn ich eingesperrt wäre und auf meinen Kopfhöcker Pfeile geschossen bekommen würde. Warum hast du einen Kopfhöcker? Sieht dämlich aus. Wenn er gleich die Wand hier durchbricht, ne, dann gehe ich aber rasen. Ja, wobei, es ist nur ein Mammut.
Friss! Alle! Als ob ich bis 5 zählen würde. Ich schieße einfach wie blöde dir ins Gesicht. Okay, so langsam sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen warten. Sieht schon ein bisschen blutig aus, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob der jetzt den nochmal getroffen hat. Also negativ getroffen hat mit, nach der Bewusstlosigkeit, weil wenn die ja bewusstlos sind und man dann drauf schießt oder den Schaden zufügt, dann kriegen die schlechtere Effizienz. Also eigentlich egal, ne? Ey, meine Katze! Es gibt genau zwei Momente, bei denen ich sicher sein kann, dass der aufs Katzenklo geht. Während ich aufnehme. Was natürlich stört wegen dem Lärm. Aber vor allem, wenn ich trainiere, dann scheißt er da rein und das stinkt. Wenn ich schwer atmen muss, das ist echt eklig. Ich mag das nicht. Aber wenigstens kenne ich jetzt die... Ich kenne jetzt echt die Eigenarten, wie meine Katze kackt. Und das ist schon sehr besorgniserregend. GPS habe ich, das kann so weg. Und den Blueprint für den Laser, den habe ich nicht. Okay. Und zwar um da... Boah. Muss das jetzt sein? Oh, ey, das ist, der will mich ärgern. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, der will mich echt damit ärgern. Wenn ich Sport mache, will er mich damit ärgern. Und wenn ich das hier mache, will er mich damit ärgern. Die Eigenart von dieser Katze ist nämlich, er pinkelt erst, schabt das dann weg und dann kackt er. Dann macht er. Dann drückt er Z zum Defekieren. Großer. Ein Weibchen. Ein 7 Tonnen Opossum haben wir gefangen. Hunger sinkt, naja. Geht so. Torpowerwert ist auch nicht viel schneller. Ich würde mal sagen, wir testen einfach mal aus, oder? Oder wisst ihr, was ich jetzt mache? Das ist sogar eine Idee. Das ist eine Festplatte, die darfst du nicht anpacken, wenn du gerade auf Klo warst. Weil die ist warm und wenn du Scheiß an der Pfote hast, dann stinkt meine Festplatte mit Sicherheit. Ich glaube, die Couch habe ich gut so hingestellt. Er legt sich gerne oben auf den Rand. Ich werde dem jetzt keine Beeren geben. Das ist jetzt der ganze Trick. Ich werde mal ausnahmsweise die Aushungermethode machen, dass ihr von Anfang bis Ende seht, wie der getamed wird. Und in der Zeit werden wir uns mal ein bisschen um Plantagen kümmern. Ich würde gern breitig grinsen. Naja. Doch, es ist ein Grinsen. Der ist gar nicht so hoch. Den habe ich getamed, weil ich testen wollte, ob der Große den packen kann, aber den packen konnte. Habe ich den mir einfach mal mitgenommen. Du hast einen doofen Namen, fällt mir so ein. Du musst es bald mal ein Level-Up haben. Ich glaube, der levelt nicht mehr. What the? Levelt er nicht mehr? Warte mal. Hier sind doch immer Sachen, die man töten kann. Wo sind die? Ah, da. Langsam. Der levelt sehr langsam. Gut, dann lassen wir das auch mal sein. Wir brauchen eh noch ein ganzes Rudel, wenn wir die Brutmutter herausfordern möchten. Wenn ich den jetzt tut, ich wette mit euch, die rennen alle zu dem hin. Das wird mit Sicherheit nicht so lustig. Okay. Wir wollen dann mal anfangen, die Plantagen zu bauen. Wir brauchen ein Bewässerungssystem, nicht wahr? Na, noch nicht. Vielleicht noch nicht. Erstmal machen wir die
Wir brauchen eine ganze Menge dafür. Aber nicht O. Seid mal wieder auf neutral. Geht das nicht so? Okay. Sonst überstrahlt das alles hier so ein bisschen. Okay. Ich habe Blueprints für die großen Pötte. Ich brauche... Das ist nicht hier, sondern... Hier. Habe ich das überhaupt schon? Nein, habe ich natürlich noch nicht. Doch, habe ich doch schon. Unter was zählst du dann? Vielleicht Misk? Auch nicht. Strukturen. Crafting. Auch nicht. Den und hier habe ich irgendwo den großen. Davon brauchst du eigentlich auch nur einen, ne? Ja. Das hier könnte wichtig werden. Das suche ich aber nicht. Ach schade, davon habe ich gar keine Waffen, um die zu benutzen. Weil ich habe davon einen gefunden, der kein Blueprint ist. Aber leider, ne? Leider wird das nichts. Spino brauchen wir bald. Ich habe schon einen Sattel gefunden. Wo ist denn der große Crop-Pot? Ist das der? Ja. Dafür brauchen wir eine ganze Menge Zeug. Mal gucken, was wir da haben. Das nicht. Brauchen wir eigentlich heute? Nein, nein, heute brauchen wir nicht. Das Einzige, wovon ich zu viel habe, was wir nicht brauchen. Holz. Ein paar Steine habe ich noch, das ist ja schön. Fiber, Fetch. Oh Gott, bin ich wieder vorbereitet. Alles da. Außer Fetch, Fiber, Holz und was man halt so braucht. Ist alles nicht da, aber Steine haben wir. Steine haben wir ein paar da. Ich muss noch kurz gucken wegen Werkzeuge. Das da brauchen wir. Das machen wir da hin. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich überziehe heute einfach ein bisschen. Ich möchte nämlich schon ganz gerne, dass wir das hier mal gemacht bekommen. Wir brauchen ein Fundament, sonst können wir die blöde Kiste nicht aufstellen. Ich habe kein Fundament. Egal. Egal. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Das dauert mir gerade zu lange. Ich mache jetzt einen Cut. Nee, will ich das da haben? Will ich nicht, oder? Ich würde gerne die Sachen irgendwo da haben, wo ich sie wiederfinde. Da und da. Weil das könnte ich eigentlich mitnehmen. Scheiße. Das geht ja nicht verloren. Ich kann die Sachen alle mitnehmen. Sogar die Sichel kann ich mitnehmen. Wiegt doch kaum was. Gut, dann mache ich jetzt auch einen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der ausgehungert ist. Nicht, wenn er getamed ist. Das ist ein Unterschied. Ich tame den jetzt in der Aufnahme mit... High-Speed-Taming. So, ich denke, es ist soweit. Wir können jetzt ein paar Beeren in das Mammut reinfüllen. Ich habe ein bisschen Blödsinn getrieben und so. Und da unten ist auch uns. Da seht ihr es. Da ist ein Sarko gespawnt. Einfach so. Hat zum Glück mein Tierchen nichts getan. Hätte auch nicht lange überlebt, glaubt mir. Aber das soll jetzt ist mir egal sein, denn wir bringen ein Schneebiom-Tier in eine vulkanische Gegend oder so. Dem hier kann man richtig cool Fetch farmen. Hab eben ein paar tausend Fetch besorgt. Ging richtig schnell, auch richtig gut. Ja, hör auf zu jammern. So. Mach Mut. Wehe, du drückst jetzt Z. Wie sieht's denn aus? Wir sind bei fast 2000 Hunger. Und los. Oha, ernsthaft? Das dauert aber lange. Boah, das ist aber eine Menge. Was der verdrücken kann. Der hat schon 1000 gefressen. Fast. Und der ist gerade mal da. Boah, das Mammut dauert aber echt lange.
Gott. Hashtag zehnfache Taming-Geschwindigkeit. Am Arsch. Ich darf 100-fach stellen, ist sofort getamed, aber das wäre irgendwie unfair, ne? Aber ihr habt ja nichts davon, wenn ich hier warte. Das seht ihr jetzt nicht. Das seht ihr jetzt nicht. Watch your back. Da ist aber nichts. Na, das ist ein Schrank. Da sollte doch nichts sein. Ja, die Ladezeiten sind übrigens ein bisschen länger, wenn ich das Spiel beende im Singleplayer als im Multiplayer, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Na, gucken wir doch mal. Vielleicht verstellen wir versehentlich ein paar Regler. Damit ihr mal seht, was geht. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich habe jetzt gedacht, es dauert schon ziemlich lange, so ein Mammut. Und ihr habt hier eigentlich gar nichts davon, wenn ich hier sitze und warte, nicht wahr? Ich meine, ich mache das so eigentlich nicht, aber... Ich sollte es auch nicht machen, ich weiß, aber trotzdem. Ich glaube, wir haben das mal gut getamed. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, müssen wir jetzt mal gucken. Ich stelle es für die kommenden Folgen wieder weg, auch für den T-Rex mache ich das nicht, aber jetzt ist es nur ein Mammut, das ist ein Nutztier für uns. Und ich möchte schon ganz gerne, dass wir das Taming wenigstens während der Aufnahme haben. Weil wir sehen jetzt, wie lange das dauert. Ich habe jetzt eine halbe Stunde lang ein bisschen Blödsinn getrieben, um den Ohr hungern zu lassen. Und jetzt nochmal eine halbe Stunde, habe ich ehrlich gesagt, ich habe da keine Lust drauf. So, und tada, getamed, 10.000-fache Taming-Geschwindigkeit. Da reicht auch nur eine Beere. Ja, was kann der Dicke denn? Das war ein Weibchen, ne? Dann machen wir daraus Ellie aus Ice Age. Unser 5-Tonnen-Opossum. Und wir haben keinen Sattel dafür. Achso, du willst mitkommen? Das ist doch... Ah! Ich bin gerade am überlegen, ich krieg den doch gar nicht mehr raus, aber ich habe doch den Vogel, mit dem ich den raustragen kann. Bin ich nicht gerade noch hergeritten oder bin ich zu Fuß her? Ach, keine Ahnung. Wir brauchen trotzdem einen Sattel. Ich glaube, ich habe sogar einen Sattel. Ich glaube, ich habe einen Sattel. Den habe ich irgendwann mal gefunden. So einen blauen war das, glaube ich. Ja, das kann gut möglich sein. So, der Sattel, der müsste dann da sein. Stego, Spino, da drinne, auch nix. Und dann unter anderes, dann ist doch hier bestimmt ein Sattel. Ey, jetzt komm, jetzt lass mich hier bloß nicht hängen, Mann. Habe ich keinen Sattel? Nur den hier. Ja gut, komm, den können wir uns eben machen, der ist nicht so teuer. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was gefarmt mit dem. Was brauchen wir? Wir brauchen 500 irgendwas. Wir brauchen 1000. Ach du Scheiße. 6, 8, 10 und ein bisschen sollten wir noch haben. Und Metall. Metall haben wir, das nicht hier drin, ne? Ja, Metall haben wir im Fabrikator oder auch nicht. Das ist hier drin, okay. Okay, Craft Item. Wie viel XP bringt er mir? Stimmt ein bisschen. Ja, ganz in Ordnung. So, den Rest kann ich drin lassen, weil ist eh gerade alles aufgebraucht worden. Und jetzt haben wir schon wieder Nacht. Ich habe extra den Tag-Nacht-Wechsel wieder ein bisschen beschleunigt. Weil so, wie das aussieht. War das vielleicht ein bisschen krass. Schon gelandet? Der lässt mich gar nicht gehen. Oh Gott. Wo ist der denn? Da.
sieht nicht gut aus, was du da machst. Darf ich mal... Ah. Wenn wir jetzt hier irgendwo was Großes haben, was uns fressen möchte, sind wir... What the fuck? Was macht der da? Okay. Das ist unser Mammut. Was kann das Mammut? Das kann erstmal ziemlich viel tragen. Das ist genau das, was ich haben möchte. Hat jede Menge Leben. Das ist auch ziemlich geil. Movement Speed ist in Ordnung und Schaden ist auch schon ziemlich hoch. Ich halte mal wieder das Gamma hoch. Na, vielleicht nicht ganz so hoch. So. Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann ist das eigentlich egal. Boom. Boom. Der muss ganz ein bisschen auf Damage gehen, damit er die Bäume mit einem Schlag weghaut. Und Level Up. Aber erstmal gehen wir Weight auf 1000. So viele Beeren brauchen wir gar nicht. Die lasse ich noch drin, ne? Ja, und ungefähr so funktioniert ein Mammut. Einfach mal alle Beeren raus, auch die guten Speeren, weil die brauche ich nicht. Wofür? Oh, guck mal, wie viel das... Oh, das ist auch schon eine ganze Menge. Komm, wir machen hier jetzt einen ersten Kill. Bam! Schildkröte einfach zerstampfen. Bam! Oh, nochmal. Auf den Panzer. Sein erster Kill. Ich bin stolz auf ihn. Naja, es geht eigentlich. Vor allem, der ist ein bisschen schnell überladen. Aber guck mal, wie viel Holz wir jetzt schon haben. Und das in der kurzen Zeit. Das ist ziemlich geil. Ich glaube, viel mehr kann er jetzt auch nicht mehr tragen, weil ich muss den mit dem blöden Vogel da wieder zurückholen. Das ist da natürlich nicht so geil, wenn der dann... Nein, das war falsch. So, den und den. Weil der Vogel den ja tragen muss und der hat ja auch nur begrenzte Menge an, was er tragen kann. Und wenn das dann plötzlich zu viel ist, dann... Wo geht's hier wieder hoch, verdammte Scheiße? Ja. Da. Ganz außen rum musste ich, na toll. Nein, 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 nein. Geht nicht, verdammt. Dann müssen wir es halt ganz anders machen. Komm. Put, 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 put. Das geht doch gleich mal so, ne? Ah. Ah, geht doch. Er lässt halt nur sehr gerne auf sich warten. Er denkt nämlich, er wäre was Besseres. So. Da oben ist einer seiner Art. Ich will mal was Lustiges mit dem machen, was geht. Kann sie auch noch viel mehr tragen. Krass. Nicht schlecht. Und hier unten ist noch jede Menge Holz, das man abbauen kann. Unser neuestes Nutztier, mit dem wir uns ein paar Sachen bauen können. So. Bevor ich den aber abla... er hat... Folgt mir nicht mehr. Du machst mir Angst. Er hat uns ein Ei geschenkt. Haben wir da noch ein paar, ja? Ich weiß, die Folge ist zu Ende, aber ich albe ganz gerne am Ende noch ein bisschen rum. Ich lasse mich gerne noch ablenken. So, meine Skorpionmädels haben überhaupt nichts gelegt. Blöde Legehennen. Ich dachte, ich hab's ihnen da schön gemacht. Und was machen die? Die lassen mich so im Stich. Das gefällt mir gar nicht. So. Dann. Wiegen das nochmal. Dafür brauche ich den hier. Der Kötzler muss mir folgen. Ist ein bisschen tricky jetzt. Jo, wir haben es geschafft. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder zwei. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir
Was machen wir beim nächsten Mal? Ich würde ja ganz gerne beim nächsten Mal die Tankstelle aufbauen. Aber ich glaube, wir werden, bevor wir die Tankstelle aufbauen, uns ein bisschen mit dem neuen grünen Daumen beschäftigen, weil da gibt es eine Pflanze, die würde ich wirklich sehr gerne mal ausprobieren. Und lasst euch überraschen, was sie sein wird, denn sie ist ziemlich cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao.